größte Herausforderung für mich jetzt im Speziellen war einfach das fachliche Medizinische, weil ich nicht genau wusste, was mich hier erwartet und ich eben in dem Bereich hier auch wieder ganz andere Erfahrungen mache als das, was ich in meinem normalen Berufsalltag mache. Je besser ich verstehe, wie sonst hier Medizin funktioniert und wie die übliche Versorgung hier stattfindet, je mehr Einblicke man bekommt, wird einfach deutlich, dass es da einen Riesenbedarf gibt, einfach an irgendwie strukturierter, guter Versorgung. Es ist zum Teil auch relativ emotional, weil man schon auch merkt, die Leute warten ziemlich lange und wir auch relativ schnell gesehen haben, welche Menschen wirklich schnell Hilfe brauchen und welche ein bisschen länger warten können dort. Also ich denke, das Wesentliche hier ist eben, dass die Menschen die Möglichkeit haben, wiederholt zu kommen. Und dadurch entsteht eben wie bei einem deutschen Allgemeinarztsystem so die Möglichkeit, einfach auch wirklich Krankheitsverläufe zu verstehen und dann auch sinnvoll zu behandeln. Ich möchte gar keine moralische Predigt halten, sondern ich finde, und das merkt man, wenn man hier ist, dass die Arbeit, die hier geschieht, den Menschen hilft und dass es eine wesentliche Hilfe ist für Menschen, die sonst keine Möglichkeit haben, in irgendeiner Form medizinische Unterstützung zu bekommen. Ja, das Risiko, wenn man hier arbeitet, ist natürlich, dass man sich auch mit einer der Infektionskrankheiten anstecken könnte. Ich habe mich so ein bisschen von der ganzen Situation und von den Übersetzerinnen auch beeinflussen lassen, die mit der Situation von solchen Diagnosestellungen, zum Beispiel einer schweren Tuberkulose, total routiniert umgehen. Man weiß sich hier schon zu schützen und man versteht auch relativ schnell, dass das Risiko nicht so hoch ist, dass man niemandem empfehlen könnte, hier hinzukommen. Das ist total amüsant, die Zusammenarbeit mit den Übersetzerinnen hier. Macht super viel Spaß, sich irgendwie aufeinander einzustimmen. Also ich arbeite hier ehrenamtlich, weil ich eine Erfahrung für mich machen wollte und im Ausland arbeiten wollte. Und ich bin froh, das gemacht zu haben, weil ich erkenne, dass das hier eine sinnvolle Hilfe ist.